Karte ist. Habt ihr eure... Darauf habt ihr keine Lust, ne? Ja, wir müssen nicht. Das, ja, ja, das ist das Spiegeltyp. Und schneiden sie alle so ein bisschen Frau. Denn die kommen nur zum Provozieren. Ja. Offensichtlich haben sie ja noch ihre Bilder. Ja, ja, du hast einen von Lupinen, ne? Ja, ja. Ihr seid genau die richtige. Die Kameras, die mögen mich. Meinst du das? Die mögen mich. So wie ich sagte, ihr seid die Wahrheit sagen, ist alles in Ordnung. Ihr seid die Richtigen. Was ist denn die Wahrheit? Ja, dann, so wie es ist. Es gibt 8,5 Milliarden Wahrheiten. Die Wahrheit ist das, was wirklich passiert und nicht, was ihr zurechtschneidet. Was soll ich denn? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Hören Sie mal, MyChef. MyChef erzählt die Wahrheit, dann wissen Sie, was los ist. Können Sie uns das erklären? Was meinen Sie denn? Also, ich denke, ihr seid kluge Journalisten. Wissen wir es Hohlfleisch, nicht Ringefleisch. Was ihr in Lubmin gemacht habt, ne, das war echt Glanzleistung. Was ist denn journalistische Anliegen? Glanzleistung. Ich gehe spazieren. Ja. Doch. Ja. Was meinen Sie damit? Ja, das ist doch Argument. Können Sie lesen? Ja, das ist doch Argument. Ganz genug. Einfach. Keine arabischen Schriftzeichen, sondern ganz einfach lateinische Schriftzeichen. Unser Alphabet sollten Sie eigentlich in der Schule gelernt haben. Und Krieg soll keine Chance haben. Aber die Demonstration heute ist doch für und gegen die Containerdörfer. Ja, ist auch richtig so. Das eine greift in das andere. Bringen Sie Ihre Kinder dahin zur Schule? Haben Sie keine Angst um Ihre Kinder? Nein. Haben Sie Angst um Ihre Kinder? Ja, sicher. Ach, wieso? Du, das Mädel hat auch gar keine Kinder. Ja, ja, warum haben Sie Angst um Ihre Kinder? Das wissen Sie doch genau, dass für die Frau und Kinder nichts wert sind. Hier werden Frauen und Kinder vergewaltigt und die werden in Schutz genommen. Die werden nicht abgeschoben, verurteilt, gar nicht. Und alles auf unsere Kosten. Ihre Kinder, warum wohl? Moment, aber was meinst du denn? Sagt er, schwangere Frauen finden oder was? Ja, und er darf keine Die vergewaltigen Kinder, Frauen, und das und soll so uns gefallen lassen. Auch aus Spiegel-TV sollte begreifen, dass auch russische Mütter um ihre Söhne weiden. Russische Kinder um ihre Väter. Ja, natürlich, aber Russland hat ja die Ukraine angegriffen, deswegen gibt es Krieg. Aha. Ach so. Das ist faktisch richtig. Wissen Sie was? Eine ganz große Kollegin von Ihnen, Gabriele Krone-Schmalz, sagt Ihnen vielleicht was. Langjährige Korrespondentin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Russland, sagte einmal einen wunderschönen Satz. Etwas zu verstehen, heißt nicht automatisch Verständnis dafür zu haben. Ich verstehe, dass der Krieg in der Ukraine nicht erst im Februar vergangenen Jahres angefangen hat, sondern im Frühjahr 1990 mit den Worten von Hans-Dietrich Genscher und James Baker, damals Außenminister der BRD und der USA, in denen sie sagten, vor den Kameras, ihre Kollegen haben das wunderbar aufgezeichnet, die NATO wird sich keinen Zentimeter nach Osten ausbreiten. So, wo steht die NATO jetzt? Und im Endeffekt, entweder wollen Sie mich reden hören oder nicht. Und im Endeffekt hatte Putin auch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil die NATO immer dichter ist. Aber auch dafür habe ich kein Verständnis. Denken Sie an die Sätze von Gabriel Krone-Schmalz. Etwas zu verstehen, heißt nicht automatisch Verständnis dafür zu haben. Ich bin gegen den Krieg auf beiden Seiten. Und wissen Sie was? Dass wir dort Waffen hinliefern. Eine Pistole, eine Granate, eine Patrone hat noch nie einen Krieg verkürzt. Diese Dinge töten. Und für den Frieden zu töten, das sage ich Ihnen jetzt, für den Frieden zu töten, ist wie für die Keuschheit zu Vögeln. Oder Tortenschlachten gegen den Hunger in Afrika zu veranstalten. Das ist genauso ein Irrsinn. Und damit ist mein Statement zu Ende. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was Spiegel TV draus macht. Sie haben nicht zugehört. Etwas zu verstehen heißt nicht automatisch auch Verständnis dafür zu haben. Ich habe kein Verständnis. Wenn es Krieg gibt, dann verstehen Sie doch auch das Wichtige herkommen. Ja, das verstehe ich. Aber die aus Osten kommen, sind die einen. Die über das Mittelmeer kommen, die Fachkräfte. Die sind das andere. Und genau, und das war. Das sind Wirtschaftsreisende, Wohlstandsreisende. Wohlstandsreisende. So, und diejenigen. Weil unser Staat. Diese sogenannten Fachkräfte, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Na? Es gibt doch ganz eindeutig eine Tendenz in diesem Land. Ja? Und dagegen sind wir. Ha? Die Leute, die vor Krieg flüchten. Nein. Aber die kommen ja nicht hierher, die sollen ja nicht hierher. Ja? Vor allem in Syrien und Afghanistan ist kein Krieg.
Ende doch das Ding. In Afghanistan ist kein Krieg mehr. Das ist viel zu weit. Das ist ein da das außer militärische Auseinandersetzung. Es geht hier um Reichswahl und nicht um Afghanistan. In Syrien ist auch offiziell kein Krieg mehr. Ja, ja, aber was so. Sind denn alle hier? Wer soll die denn haben Sie sich schon mal die Genfer Flüchtlingskonvention angesehen? Haben Sie nicht? Ihr Gesicht sagt. Ich bin gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Was ist ein Flüchtling? Das ist jemand, der aus seinem angestammten Territorium, aus kriegerischen Gründen, ethischen Gründen, religiösen Gründen und so weiter, fliehen muss, weil er dort bedroht ist. In dieser Flüchtlingskonvention steht aber nichts drin, dass er dadurch berechtigt ist, 7 Staatsgrenzen zu überschreiten. Wenn er dann so sicher wäre, außerhalb von Syrien, warum bleibt er nicht zum Beispiel im Libanon? Da gehört das Geld hin, was hier ausgegeben wird. Ja? Denn um im Libanon einen Flüchtling zu versorgen, braucht man 15 Euro. Hier 150 Euro. Da gehört das Geld hin. Und dort sollte das gemacht werden, was hier so gemacht werden. Eins ist doch mal Fakt. Die Leute sind hier auf der Straße in Greifswald, weil sie ein Containerdorf dort hinsetzen wollen. Darum sind die Leute auf der Straße. Neben Kindergärten und Schulen. Containerdorf neben Kindergärten und Schulen. Und das ist einfach unverantwortlich, dass der Herr Fassbinder einfach eine Sache für sich allein entscheidet. Ohne die Bürgerschaft mit einzubinden. Und das ist einfach eine Frechheit. Ich weiß nicht, was das meine Leute auf meine Enkel da nicht hingehen. Wie bitte, was wir wollen? Wir fordern, dass es aufhört damit. Dass es aufhört damit von dem Bürgermeister von Greifswald, dass er die Bürger hintergeht, dass er die Bürgerschaft nicht Bescheid sagt und dass er dort hinten neben der Schule, im Kindergarten ein Flüchtlingsheim hinstellt. Wir sollen mitentscheiden. Die Bürger wollen mitentscheiden hier im Greifswald. Genau so. Darum geht es. Es gibt doch keine Bürgerratssitzung. Die Bürger sind doch gar nicht geladen bei der Bürgerratssitzung. Sie haben doch gesehen am Montag, was da abgelaufen ist. Es sind 43 Leute reingekommen. Das ist ein Riesenskandal hier für die Stadt. Die Sitzung im März ist der Öffentlichkeit zugänglich. Wie bitte? Die Sitzung im März ist der Öffentlichkeit zugänglich. Ja, im März. Was meinst du? Wenn sie alles alleine beschlossen haben. Ja, wenn alles dann wollen sie eine Öffentlichkeitssitzung machen? Dann ist es aber zu spät, sage ich mal ganz ehrlich. Die Leute wollen hier heute eine Entscheidung haben. Ja, ich auch. Und nicht erst in 2 Monaten oder was ich war. Ja. Das wird alles hinterm Tisch. Das wird alles hinterm Tisch gesprochen. Was ist denn das Problem, wenn die Geflüchteten hier nach Greifswald kommen? Das Problem ist, dass es zu 95% Männer sind. Das ist das Problem. Ne? Und sie können doch nicht, ich wohne im Ostseeviertel. Ne. Und sie können doch nicht 500 oder 450 Männer da einquartieren. Was meinen Sie, was da nachts auf der Straße los ist? Ja. Wir müssen uns doch nichts vormachen. Ist nicht genug in Deutschland passiert? Sind nicht genug Leute abgestochen worden? Irgendwann hat das Volk auch mal die Schnauze voll. Das so ist es eigentlich. Das habe ich denen auch schon gesagt. Ja. Die begreifen das nicht. Ne? Kannst du gehen? Nee. Ich auch gar nicht. Ja.